Es war einmal ein König. Der hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schön, dass sich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah aber, dass sie krank wurde, und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sagte: »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, dann nimm keine, die nicht ebenso schön ist, wie ich es bin, und die nicht solche goldenen Haare hat, wie ich sie habe. Das musst du mir versprechen.« Nachdem es ihr der König versprochen hatte, machte sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Schließlich sagten aber seine Räte: »Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« Nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, um eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber auf der ganzen Welt keine zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldenen Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte auch solche goldenen Haare. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und bemerkte, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war. Und fühlte plötzlich eine heftige Liebe zu ihr. Da sagte er zu seinen Räten: »Ich werde meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich ja doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sagten: »Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heiratet. Aus der Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen.« Die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters hörte, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihm: »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muss ich erst drei Kleider haben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel aus tausenderlei Pelz und Rauwerk zusammengesetzt, und ein jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazugeben.« Sie dachte aber: »Das anzuschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab.« Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Mädchen in seinem Reiche mussten die drei Kleider weben. Eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich einfangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus wurde ein Mantel aus tausenderlei Rauwerk gemacht. Schließlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sagte: »Morgen soll die Hochzeit sein.« Als nun die Königstochter sah, dass es keine Hoffnung mehr gab, das Herz ihres Vaters umzustimmen, so fasste sie den Entschluss, zu fliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei: einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen
und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sterne tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann ging sie fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Da sagte der König zu den Jägern: »Seht doch mal nach, was dort für ein Wild sich versteckt hat.« Die Jäger folgten dem Befehl, und als sie wiederkamen, sagten sie: »In einem hohlen Baum, da liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch niemals eins gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft.« Da sagte der König: »Seht zu, ob ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet's auf den Wagen und nehmt's mit.« Als die Jäger das Mädchen berührten, erwachte es vor Schreck und sagte: »Ich bin nur ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen. Erbarmt euch meiner und nehmt mich mit.« Da sagten sie: »Allerlei Rau, du bist gut für die Küche. Komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen an unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten: »Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen.« Dann wurde es in die Küche geschickt. Da trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, las das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Da lebte allerlei Rau lange Zeit recht armselig. Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert wurde. Da sagte sie zum Koch: »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Tür stellen.« Da sagte der Koch: »Ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen.« Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß aus dem Gesicht und von den Händen ab, sodass ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und als das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest. Und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie, und alle glaubten, dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen: »So schön haben meine Augen noch keine gesehen.« Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und als sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen,
wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie aber war in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rau. Als sie nun in die Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, da sagte der Koch, »Lass das gut sein bis morgen und koch mir da die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken. Aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen.« Da ging der Koch fort und allerlei Rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut es konnte. Und als es fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in der die Suppe angerichtet wurde. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie. Und sie schmeckte ihm so gut, dass er glaubte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Als er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da befahl er, dass der Koch vor ihm kommen sollte. Der Koch erschrak, als er den Befehl hörte, und sagte zu allerlei Rau, »Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, dann kriegst du Schläge.« Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. Da sagte der Koch, »Ich habe sie gekocht.« Der König aber sagte, »Das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonst.« Da antwortete er, »Ich muss es gestehen, dass nicht ich sie gekocht habe, sondern das Rautierchen.« Da sagte der König, »Geh und lass es heraufkommen.« Als allerlei Rau kam, fragte der König, »Wer bist du?« »Ich bin nur ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat.« Da fragte er weiter, »Wozu bist du in meinem Schloss?« Da sagte es, »Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.« Da fragte er weiter, »Woher hast du den Ring, der in der Suppe war?« Da antwortete es, »Von dem Ring weiß ich nichts.« Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Nach einiger Zeit war wieder ein Fest, da bat allerlei Rau den Koch wie voriges Mal um Erlaubnis, zusehen zu dürfen. Da sagte er, »Ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst.« Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und zog es an. Dann ging es hinauf und glich einer Königstochter. Und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah. Und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wohin sie ging. Sie aber sprang in ihr Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, um die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, sodass die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach wurde sie dem König gebracht, der aß sie, und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige Mal. Er ließ den Koch kommen, der musste auch dieses Mal gestehen, dass allerlei Rau die Suppe gekocht hatte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, und er fragte, »Wer bist du?« »Ich bin nur ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat.« Da fragte er weiter, »Wozu bist du in meinem Schloss?« Da sagte es, »Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.« Da fragte er weiter,
Wo hast du das goldene Spinnrädchen her, das in der Suppe war? Aber sie antwortete wieder, von dem Spinnrädchen weiß ich nichts. Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorige Male. Der Koch sagte zwar, du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer etwas in die Suppe, wodurch sie so gut wird und dem König besser schmeckt als das, was ich koche. Doch weil es so bat, da ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Frau und glaubte, dass sie noch niemals so schön gewesen war. Und während er tanzte, steckte er ihr aber, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lange währen sollte. Als er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe, weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde fortgeblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel aus Pelz darüber, und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, als der Koch fort war, das goldene Haspelchen hinein. Als der König das Haspelchen auf dem Grunde liegen fand, ließ er allerlei Rau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er ihr beim Tanzen angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest. Und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn herunter. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man je jemanden auf Erden gesehen hatte. Der König aber sagte, du bist meine liebe Braut, und wir scheiden nimmermehr voneinander. Daraufhin wurde die Hochzeit gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod.